Liebe Freunde der Bildungspolitik. Ja. Kurz zur Einleitung. Zu meiner großen Freude hat gestern Ralf Ludwig, ein Anwalt, der einen Telegram-Kanal mit über 70.000, ja, Followern hat, eines meiner YouTube-Videos geteilt. Das habe ich selber gesehen. Also ich habe in seinen Kanal geguckt und habe gesehen, das Video kennst du doch. Und dann habe ich angefangen, meinen YouTube-Kanal zu beobachten und habe jetzt innerhalb von weniger als 24 Stunden 10% mehr Klicks. Also ich hatte vorher knapp 15.000 und jetzt sind es 1.500 mehr. Wahnsinn. Hammer. Danke, Ralf Ludwig. Tut gut in der Seele, wenn man Aufmerksamkeit bekommt. Ich habe zudem 20 oder sogar 21 Abonnenten dazu gewonnen und denen will ich jetzt auch gerecht werden. Also ich fühle mich angespornt. Also, Bildungsurlaub. Der Stadtrat hat vor knapp 2 Jahren eine Vorlage des SPD-Finanzbürgermeisters Peter Lames beschlossen, und zwar am 27. Mai 2019. Darin ging es darum, den Angestellten der Landeshauptstadt, also Beamten und Angestellten, einen oder 2 Tage Bildungsurlaub zu gewähren. Der Stadtrat hat also darüber debattiert, ob es nun 1, 2 oder sogar 5 Tage Bildungsurlaub pro Jahr sein sollen, ob die Eigenbetriebe mit eingeschlossen werden. Die Eigenbetriebe haben rund 7.500 Mitarbeiter. Die Kernverwaltung hat rund 7.400 inzwischen. Damals waren es noch knapp unter 7.000. Und in der Vorlage war also vorgesehen, ein Finanzvolumen von über 4,1 Millionen Euro. Ich hatte kurz darauf, als ich das in der Zeitung gelesen hatte, schon ein Video gemacht, ein Rant-Video. Werde ich euch am Ende des Videos verlinken. Ich werde zudem verlinken, auch am Ende des Videos, die Debatte im Stadtrat. Die ist nicht allzu lang, vielleicht 18 Minuten. Und jetzt gibt es also inzwischen 2 Beschlusskontrollen. Eine aus dem letzten Jahr, aus dem Juli, und eine aus dem Februar, also vor ungefähr einem Monat, Anfang Februar. Und daraus geht hervor, dass also nur rund 1% der Mitarbeiter diesen Bildungsurlaub auch in Anspruch genommen haben oder überhaupt beantragt haben. Und dass also von den 4,1 Millionen pro Jahr, die im Haushalt eingestellt wurden, noch gut 4 Millionen übrig sind. Darüber hatte ich mich schon seinerzeit geärgert, weil ich nämlich recherchiert hatte und habe festgestellt, in anderen Bundesländern, wo es das schon seit 5, 6, 7, 8 Jahren gibt, war der Anteil der Anspruchsnehmer oder derjenigen, die das in Anspruch nimmt, regelmäßig unter 1%. Also wie kommt der Finanzbürgermeister dazu, 4,1 Millionen Euro in den Haushalt einzustellen, wo doch nur rund 1% der Anspruchsberechtigten das auch in Anspruch nimmt? Die Vorlage werde ich in der Videobeschreibung, in dem Fall unten, verlinken. Ich kann euch nur empfehlen, euch das mal durchzulesen. Es sind ein paar Seiten, aber nicht allzu viele. Und worauf will ich hinaus? Ich habe den Eindruck, dass die Stadträte die Vorlagen, über die sie beschließen sollen, wenn überhaupt, überfliegen. Vielleicht liest sie noch der Fraktionsvorsitzende oder der entsprechende Sprecher von der Fraktion ausführlich durch. Ich weiß auch nicht, was in den Fraktionen im Einzelnen besprochen wird. Ich habe das Gefühl, die Stadträte bzw. Fraktionen beschäftigen sich gar nicht richtig mit den Vorlagen. Sonst müsste ihnen aufgefallen sein, dass da also viel Geld im Haushalt eingestellt wird, was aller Voraussicht nach nicht in Anspruch genommen wird. Leider weiß ich nicht, was genau mit dem Geld passiert, ob das einfach in den großen Topf zurückfließt, aus welchem Topf das auch genau genommen wird, weiß ich nicht, ob das zum Finanzbürgermeister gehört oder inzwischen zum Bildungsbürgermeister. Müssten Stadträte dann für mich rausfinden, das entzieht sich also meiner Kenntnis. Jetzt möchte ich das Thema abschließen und einen Bogen schlagen. Ich glaube, es waren Fraktionen oder Stadträte aus Fraktionen von CDU, Grünen und SPD, die einen sogenannten Corona-Ausschuss gefordert haben. Sie wollten also, wohl wissend, dass in aller Regel die Verwaltung beschließen darf, was nur in Sachen Corona passieren darf, also welche Testkonzepte, welche Allgemeinverfügungen erlassen werden, das fällt in den Bereich des Oberbürgermeisters.
Also die Stadträte haben durchaus gewusst, dass das nicht eine politische Entscheidung ist, sondern dass das eine recht kurze Entscheidung bedarf und haben trotzdem einen Corona-Ausschuss gefordert, wo sie also den Oberbürgermeister bzw. die Verwaltung beraten wollten. Der Ausschuss sollte öffentlich tagen, er sollte irgendwie eventuell an den Gesundheitsausschuss angegliedert werden, der in aller Regel nicht öffentlich tagt, also zu 99%. Und ich habe mir im Laufe der Zeit mal angeguckt, welche Fragen denn die Stadträte, also einzelne Stadträte an die Verwaltung gestellt haben. Und ja, die Mehrheit der Anfragen bezieht sich also darauf, welche Bedarfsgruppe oder welche Interessengruppe, um nicht zu sagen Klientel, welchem Klientel man denn noch Förderungen zukommen lassen kann. Wenige Fragen haben also kritisch hinterfragt, was es mit den Fallzahlen auf sich hat, mit den positiven Tests, die dann zu Infektionen erklärt werden, was es mit den Einweisungen auf sich hat. Also wir haben inzwischen erfahren, dass also auch Schwangere oder Unfallopfer bei Einweisung ins Krankenhaus getestet werden und wenn sie dann positiv auf Corona getestet werden, dann kommen sie also in die Corona-Statistik als Einweisungen wegen Corona. Es wird also nicht unterschieden. Und vielleicht noch das dritte Thema, das sind nämlich die drei Zahlen, die jeden Tag veröffentlicht werden, die Sterbefallzahlen. Auch da habe ich persönlich deutliche Kritik zu äußern. Es ist also so, dass teilweise Sterbefälle nachgemeldet werden, und zwar teilweise, nicht überwiegend, aber teilweise, die über 9 oder 10 Wochen zurückliegen. Und ganz allgemein gesprochen, es handelt sich also nie nur um die Sterbefälle, die gestern oder vorgestern waren, sondern es handelt sich in der Regel um Sterbefälle, die über 1 oder 2 oder 3 Wochen zurückliegend zusammen an einem Tag gemeldet werden. Und die Stadt hat es durchaus transparent aufgegliedert im sogenannten Corona-Dashboard bzw. auf dem Open Data Portal der Landeshauptstadt. Also Kritik trifft eher weniger die Stadtverwaltung als die Dresdner Qualitätspresse, allen voran die Sächsische Zeitung und die Dresdner Neuesten Nachrichten. Dort werden nämlich immer die gesammelten Todesfälle vermeldet. Und nach meiner Kritik wird also inzwischen vermeldet, dass es durchaus auch Nachmeldungen gibt. Aber dort wird also nicht quantifiziert gemeldet, wie lange diese Todesfälle zurückliegen, sondern es wird einfach nur darauf hingewiesen, dass es auch länger zurückliegen kann. Also, Quintessenz, um das Video nicht zu lang zu machen. Meiner Meinung nach sollten sich die Stadträte mehr Zeit nehmen, die Vorlagen zu lesen. Sie sollten sich mehr Zeit nehmen, kritisch das Verwaltungshandeln zu hinterfragen. Das haben sie bis jetzt nur in sehr geringem Umfang getan. Eine Fraktion, deren Namen man nicht nennen darf, weil man sonst bäh ist, hat es durchaus getan. Aber die wird eben natürlich kaputt geredet, weil alles Nazi und Verschwörung. Und so empfehle ich also den Stadträten, und zwar jedem einzelnen der 70 Stadträte, die alle gewählt sind, die demokratisch legitimiert sind und die einen Auftrag nicht nur vom Wähler, sondern von allen Bürgern erhalten haben, das Verwaltungshandeln kritisch zu hinterfragen und zu begleiten und konstruktiv miteinander zusammenzuarbeiten. Die sollen in sich gehen, die sollen Kompromisse suchen und finden und sollen also die Arbeit des Dresdner Gesundheitsamtes, das fällt in die politische Verantwortung der Sozialbürgermeisterin Christin Claudia Kaufmann. Kommt endlich in die Puschen, liebe Stadträte. Bildungsurlaub war gestern. Heute ist Selbstbildung. Fragen stellen angesagt. Auf geht's. Am Donnerstag ist Stadtratssitzung. Die Fragestunde wurde zu meinem großen Leidwesen, also die Fragestunde der Stadträte, wurde zu meinem großen Leidwesen aus der Sitzung ausgegliedert. Und findet also erst am Folgetag statt, am Freitag, den 5. März. Sie findet online statt und sie wird aller Voraussicht nach auch im Livestream übertragen. Und ihr könnt euch sicher sein, liebe Stadträte, dass ich genau hingucken werde und dass ich die Aufzeichnung auf YouTube veröffentlichen werde. Und da bin ich mal gespannt, ob ihr endlich in die Puschen gekommen seid. Hinterfragt das Handeln oder Nichthandeln des Dresdner Gesundheitsamts kritisch. Das ist euer verdammter Job. Macht ihn endlich, statt die Füße hochzulegen und abzuwarten, was die Exekutive mit den Zahlen anstellt. In diesem Sinne, bildet euch selbst, kommt in die Puschen und pfiat's euch.